Ich bin jetzt in Ilulissat und es ist jetzt schon später Abend. Wie ihr seht, regnet es jetzt leider. Tagsüber haben wir schon ein bisschen die Gegend erkundet, haben auch den ersten Walk gemacht und dabei auch unseren Guide kennengelernt für die nächsten Tage, Eduard. Und mit Eduard machen wir gleich noch einen Ausflug, die sogenannte Nachtfahrt, in den Fjord hinein. Wir werden um 21 Uhr starten und hoffen dann, dass es ein bisschen aufreißt. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es sieht ziemlich schlecht aus. Es ist wirklich zugezogen komplett und wenig Chance auf Hoffnung. Aber wir fahren natürlich trotzdem raus. Es ist dann doch verdammt kalt hier oben. Gestern waren wir noch in Kangerlussuaq. Da war es noch ein bisschen wärmer, da konnte man eine etwas dünnere Jacke anziehen. Aber hier ohne Mütze und dicke Jacke geht jetzt gar nichts mehr. So, dann schauen wir mal, was der Abend so bringt. Wir werden jetzt gleich abgeholt und dann geht es rauf auf das kalte Boot und ab ins Eis. So, es geht raus. Ging jetzt doch schnell. Ist allerdings mehr so Industriehafen. Richtig schön ist was anderes. Aber die Leute leben hier vom Fischfang. Leider hatten wir nicht das erhoffte Abendrot, aber es hatte aufgehört zu regnen und durch dieses diffuse Licht überwogen die Blautöne und die Kontraste in den Eisbergen waren gut zu erkennen. Durch das spärliche Licht und die ständigen Bewegungen auf dem Boot musste ich die ISO-Zahl auf 1000 bis 1250 stellen, damit ich die Belichtungszeit in den Bereich von 1/200 Sekunden bekomme. Die dunkelblauen Linien sind klares Eis, entstanden unter hohem Druck in den Gletschern. Es ist natürlich nicht einfach, eine Skalierung hinzubekommen. Deshalb habe ich ab und zu die Küstenlinie mit ins Bild genommen oder ein paar Möwen. Die sichtbaren Teile der Eisberge waren ca. 70 bis 150 Meter hoch. Da bekanntlich 5/6 der Masse unter Wasser liegen, waren diese Berge also bis zu 800 Meter tief. Dadurch stecken sie hier in der Bucht einige Zeit am Grund fest und werden nur von der Flut ab und zu ein wenig weiter bewegt.
wir haben die Eisfelder jetzt ein paar Mal umrundet hier alle und fahren jetzt zurück zum Hafen. Fährt da schon wieder ein bisschen schneller. Jetzt ein bisschen unruhiger. Kilometer Luftlinie nördlich von Ilulissat, also circa 2 bis 3 Stunden Bootsfahrt, liegt der Ekvi-Gletscher. Bei der Anfahrt durch den Fjord hingen die Wolken sehr tief, was eine ganz mystische Stimmung erzeugte. Das Besondere am Ekvi-Gletscher ist, dass man auf einer Tagesfahrt mit dem Boot von Ilulissat aus ganz nah an die Gletscherkante heranfahren und ihn kleine und große Stücke Eis abwerfen sehen kann, das sogenannte Kalben. Die Vorderseite des Gletschers erstreckt sich circa über 3,5 Kilometer. Seine durchschnittliche Höhe ist circa 200 Meter, wovon sich 30 bis 80 Meter unter der Meeresoberfläche befinden. Tsunami. Ja,
Auf der Rückfahrt nach Ilulissat haben wir an den Eisbergen in strömenden Regen noch einige Wale beobachten können. Eine tolle Chance auf ein paar schnelle Schnappschüsse. Gegen Ende der Fahrt kam dann ein wenig Licht auf die Eisberge. Zurück im Hotel hat mir die Abendsonne dann dieses Bild geschenkt. Dies war der zweite Teil unserer Grönlandreise und es folgen noch spektakuläre Bilder von Wandertouren in die Wildnis rund um Ilulissat und auf der Discoinsel sowie einer ausgiebigen Whale-Watching-Tour. Diese Reise wurde von Greenland Tours individuell für Thomas und mich zusammengestellt. Wir können diese Agentur einfach nicht genug loben. Die Auswahl der lokalen Guides, der Hotels sowie die Organisation des gesamten Ablaufs waren perfekt. Vor Reisebeginn hatten wir intensiven Kontakt via E-Mail und Telefon. Solch eine Reiseplanung während der laufenden Pandemie war nicht einfach und musste teilweise angepasst werden. Aber alles wurde schnell und gut gelöst. Der Reiseverlauf und alle Dokumente wurden uns über die App Vamos zur Verfügung gestellt. Hier war der Reiseverlauf im Überblick aufgeführt und mit Details hinterlegt. Somit war jede Änderung, zum Beispiel eine Zeitanpassung einer gebuchten Tour, sofort online in dem entsprechenden Voucher angepasst. Jede Änderung wurde zudem über eine Message nochmals bekannt gegeben. Also an dieser Stelle nochmals vielen Dank an das Team von Greenland Tours, die dafür gesorgt haben, dass wir die Reise voll genießen konnten und bei den gebuchten Touren von tollen Guides begleitet wurden. Den Link zu Greenland Tours setze ich unten in die Beschreibung.